Heute ist es endlich soweit. Heute besuchen wir einen der einzigartigsten Gletscher der Welt. Welchen Gletscher, Lorinha? Rito Moreno. Und wir werden uns ihn nicht nur aus der Ferne anschauen, sondern wir werden auch auf ihn raufgehen und das Eis entlang laufen. Also, auf geht's. Dort in der Ferne sieht man den Rito Moreno schon. Also, wir befinden uns jetzt hier auf den Passarelas. Das sind diese Aussichtspunkte, die direkt am Rito Moreno Gletscher entlang führen. Hier haben wir 2 Stunden Zeit entlang zu gehen und danach gehen wir aufs Eis und machen ein Trekking auf dem Eis selbst. Und da ist er schon, der Rito Moreno Gletscher. Alter Schwede. Er ist jetzt schon riesig. Ich bin gespannt, wie groß er ist, wenn wir da unten im Boot sind. Dieser Ort ist jetzt schon so verwirrend, hier gibt es einfach so viele Wege lang, blau, rot, gelb. Wir gehen jetzt erstmal den blauen Weg entlang, dann gehen wir später wieder zum Parkplatz zurück. Das sind diese ganzen abgebrochenen Eisstücke vom Gletscher. Alter, was hat das für eine Farbe? Wenn man das hier schon so sieht, kann man das schon erahnen. Rito Moreno ist einer der besten Gletscher, um Eiskalving zu sehen, also das Abbrechen der Eisberge hier ins Wasser. Wenn wir Glück haben, sehen wir es heute vielleicht. In der Antarktika war es schon fast so weit, aber in der Antarktika ist es schwierig, weil es so kalt ist. Hier ist es deutlich wärmer. Hier kann es heute möglich sein. Weiter geht's, Laura. Wir haben nicht so viel Zeit. Es ist einfach zu krass, dieser Gletscher. Schaut euch das an. Wir haben es gerade gesehen, das Calving. Der Eisberg hat sich abgespalten. Nicht der Gletscher selbst, aber der Eisberg. Krass, wie laut das ist, ne Laura? Der Gletscher ist 70 Meter hoch. Das muss man sich mal reinziehen. 70 Meter. Laurinha, kannst du dir vorstellen, dass wir gleich da oben in 70 Metern Höhe auf dem Eis sind? Cool. Cool, aber gefährlich. Gefährlich, aber cool. Und das Interessante auch an dem Rito Moreno Gletscher ist, dass dieser Gletscher ist einer der wenigen, der in Balance ist und manche behaupten sogar, dass dieser sogar noch wächst. Also der Gletscher wächst. Das muss ich mal vorstellen, wenn man immer an den Nachrichten liest, Gletscher schmelze hier, da. Und dieser, der ist in Balance bzw. der wächst noch. Und hier sieht man auch, wie der Gletscher die Seen in 2 Hälften aufspaltet. Norden und Süden. Und wenn man ganz viel Glück hat, dann formt sich hier manchmal eine Brücke im Gletscher mit einem Loch, wo man durchfahren kann mit dem Schiff. Und ich hab's aufgenommen. Alter Schwede. So ein bisschen Eis und es ist so heftig laut. Man hört es ja einfach die ganze Zeit nur knallen und man will immer gucken, wo war das jetzt, wo war das jetzt? Aber es ist so schwierig zu sehen, weil es einfach nur ganz bisschen Eis. Aber es ist so heftig laut. In Erschalten haben wir die Gletscher gesehen, so wie ganz dort oben in den Bergen.
Und hier sieht man einfach so einen richtig fetten Gletscher direkt im Wasser. Es ist einfach ein krasser Unterschied, oder Laura? Und jetzt geht's im Bus weiter zur nächsten Station und dann geht's aufs Wasser, ins Boot. Wir sind angekommen beim Hafen. Hier startet unsere Route. Erzählt, dass wenn der Gletscher die beiden Seen abstaut sozusagen, geht das Wasser bis dort ganz oben hin, wie ein Stausee. Einfach verrückt, alles voller Wasser hier. Hallo da, mit Stutzeln. Typisch Frau, das erste was Laura gesagt hat, als wir die Helme bekommen haben. Können wir wechseln, ich mag die Farbe nicht. Verschiedene Jamais. Blaue und Orange. Passt nicht, du bist fett. Ach so. Gut. Hier sieht man auch direkt den Berg darunter, unter dem Eis. Ist einfach so krass blau, das Eis da drin. Und wir haben Glück, dass heute nicht so viel Sonne scheint, weil wenn die Sonne richtig scheint, dann sieht man nämlich dieses Eis blau nicht so krass. Schuhe fest zu binden und dann kommen da gleich die Schneeschuhe an. This one. Okay. More time. More? Yeah. From here, look. Okay. Let me help you with this one. Ready? Yeah. Yeah. Wow, das ist perfekt. Alter, das fühlt sich so heftig komisch an den Füßen. Wow. Unsere ersten Schritte auf Eis. Hier sieht man richtig, wie das Wasser lang fließt. Thank you.
Alter Laurinha, das ist verrückt. Was? Alter. Dieses Loch. Also die Farbe zwischen den Löchern, dieses Blau ist einfach zu krass. Hier ist alles komplett geschmolzen. Laura. Bergsteiger. Da kommt schon die andere Gruppe. Der Mann hat jetzt gerade Eis abgeholt vom Gletscher. Das hier ist Frost. Here, guys. Here. 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 Here.